Meine lieben Immobilieninteressenten, wir sind heute bei einem Einfamilienhaus mit großem Grundstück und Scheune dabei. Wenn ihr also jemanden kennt, der bei uns in der Region auf der Suche nach einem solchen Haus ist, schickt ihm einfach dieses Video und wir freuen uns über die Kontaktaufnahme. Wir sind in Neustadt Spickswinkel unterwegs, gehen jetzt gleich nach innen und werden euch das Haus etwas genauer vorstellen und das Grundstück natürlich auch. Viel Spaß. Den Key Facts: Wir haben hier knapp 165 Quadratmeter Wohnfläche, 1445 Quadratmeter Grundstück. Das Haus ist aus dem Jahr 1933, hat somit eine sehr stabile Bausubstanz, gliedert sich auf drei Etagen. Wir haben Keller, ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss. Im Obergeschoss wurden schon einige Sanierungsmaßnahmen vorgenommen. Auch im Erdgeschoss haben wir zum Beispiel ein neues Badezimmer verbaut. Ansonsten lässt sich der Zustand als relativ gepflegt bezeichnen. Hier darf natürlich wieder etwas alles auf Schwung gebracht werden, baujahrsbedingt. Das ganze Grundstück teilt sich so in drei Bereiche. Einmal hier vorne das Einfamilienhaus, dahinter kommt dann die Scheune und auch noch eine Garage. Und hinter der Garage hat man noch eine große Wiesenfläche. Wir hoffen, ihr konntet einen guten Eindruck über das Haus gewinnen. Wir stehen jetzt hier vor der Scheune. Die Scheune ist relativ stabil gebaut, von innen drin, soweit wir das sehen konnten, trocken. Ich hoffe, ihr entschuldigt die Windgeräusche, die können wir leider nicht ganz abstellen. Die Scheune hat zwei Ebenen, massive Ebene auch, also kann man einiges draus machen. Party, Keller oder ähnliches. Nebenan ist noch eine Garage. Wir gehen jetzt hinten nochmal in den Garten, zeigen euch das Gartengrundstück oder den Gartenbereich und dann hoffen wir, ihr konntet einen guten Eindruck über das Anwesen gewinnen.